So, ich nehme es jetzt auch auf. So, Freunde der Spielkultur, heute spielen wir Thunder Tier 1, wo ich beim Release erstmal nicht bemustert wurde, aber jetzt komischerweise über Twitch einen Key bekommen habe. Ein Koop-Tactical-Shooter aus der Top-Down-Perspektive, wo man in PvE-Missionen abschließen kann, wo man seinen Soldaten komplett ausrüsten kann, der Situation entsprechend, und ich finde, es hat die meiste Ähnlichkeit eigentlich wie SWAT, aber von der Draufsicht von oben. Also aber das gute alte SWAT, wo man halt wirklich noch nachdenken musste und auch sich vernünftig, wie soll man sagen, bewegen. Ich habe dafür Talim Goron dabei, der auch schon langjährig hier auf dem Kanal immer wieder mal rumwuselt und schwarze Marken spielt mit, den man auch bei Back for Blood mitspielt oder bei WoW. Und wir werden jetzt einfach mal ein Spiel im PvE hosten. Ich selbst habe noch keine Mission gemacht. Talim Goron ist so gesehen der Community-Profi. Und Schwarze Marke hat auch noch keinen gemacht. Wir haben nur dieses Tutorial gespielt. Hallo. 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 Sollen wir Realismus direkt spielen oder machen wir einfach Arcade? Ah nee, Entschuldigung. Talim Goron war ja gar nicht der Koch. Taiwendo, Entschuldigung, ich sagte deinen falschen Namen. Ich würde schon sagen. Ja. Ich meine Taiwendo. Da hat gerade übrigens der Chat recht, Talim Goron war damals der Koch, aber der ist ja gar nicht mehr da. Den hat ja meine Ex-Freundin mitgenommen. Um das mal so ganz salopp zu sagen. Es gibt gar keine Information, was Realismus macht. Also wahrscheinlich, außer dass du nach einem Schuss wahrscheinlich tot bist. Das könnte sein, ja. Was sagt die Mission? Thunder 1, unsere Mission ist es, den zunehmenden terroristischen Aktivitäten innerhalb der Grenzen dieses Landes Einhalt zu gebieten. In diesem Zusammenhang haben wir eine terroristische Hochburg in den Außenbezirken von Surkonnevev ausfindig gemacht. Das ist übrigens ein Fake-Land, das existiert nicht. Wir haben Grund zu der Annahme, dass ein hochrangiges Mitglied ihrer Organisation bei einem kürzlichen Besuch Anweisungen für neue Rekruten hinterlassen hat. Diese Anweisungen enthalten wichtige Informationen über ihre Pläne. Eure Aufgabe ist es, die Anlage zu infiltrieren, alle Feinde zu neutralisieren, Beweise zu sichern und das Gebiet zu evakuieren. Der Einsatz befindet sich an der Straße außerhalb der Anlage. Die Einsatzkräfte vor Ort sind unerfahren, wissen aber genug, um wachsam zu sein. Also seid vorsichtig. Die Beweise, die wir suchen, befinden sich irgendwo im Haupthaus. Kehrt zur Extraktion zum Tor am Straßenrand zurück, sobald die Feinde neutralisiert sind und die Beweise sichergestellt sind. Scheune Haupthaus. Situation. Ich denke mal, so eine Kamera wäre auch ganz gut. Könnt ihr ja die Einsatzinformationen eigentlich auch lesen? Ja, ne? Wie jeder andere auch. Ja, wir können auf Instruktion gehen. Und scheinbar haben wir ein Random. Wir haben Random, obwohl ich ein Passwort drauf hatte. Ach, ist egal. Wir werden den gleich einfach rausschmeißen. Bevor die Mission startet. So, Ausrüstung. Er hat dich scheinbar gehört. Ja. Ja. Ich glaube, du kannst im Nachhinein, glaube ich, auch noch Einstellungen machen. Jetzt bin ich erstmal in der Ausrüstung drin. Im neuen Magazin sind ja auch P90-Magazin, M9 Magazin, das ist alles richtig, das wird alles gehovert, was die richtigen Magazine sind, Rauchgranate. Du kannst Attachments auch an einer Waffe dran bauen, die sind vor der Waffe. Ja, wie Leuchte, Schalldämpfer. Nach 24 Punkte dürfen wir maximal haben. Bringt halt mehr Genauigkeit und so. Ich weiß ja, ob eine Granate wirklich so sind. Achso, das ist ein Granatenslot. Technik-Slot. Einfach Bombe drauf und gut, aber sind die Beweise doch auch weg. Ich nehme mal eine Glasfaserkamera mit. Ich nehme mal einen Dietrich mit. So, alle Punkte verbraucht. Ach, ich hock mich hin, wenn ich bereit bin. Beweise kann man im Nachhinein erschaffen, man muss dafür keine sichern.
So. Kamerasicht ist theoretisch dafür da, wenn du dein Team befehligst. Aber du kannst schon sehen, dass da welche rumrennen. Terroristen. Mit N kannst du auf Nachtsicht umschalten. Wärmekamera. Ach, Wärmekamera. Eifer sichern. Jetzt habe ich gleich gelesen, ob es Geiseln gibt. So. Moment, wie kommt man hier raus? Mit Leertaste? Ah ne, jetzt beginnt die Operation. Oh mein Gott, es kommt ein Random rein. Ach, wie ist das denn passiert? Ich glaube, du hast kein Passwort drin, oder? Ne? Jetzt kann ich nichts daran ändern mehr, oder? Glaub dann erst beim nächsten Einsatz. Und es regnet. Super Wetter. Möchtest du beide ausschalten? Ja, das hat ja gut funktioniert. Da hat bestimmt keiner mitbekommen. Ja, Sichtbarkeit und Lautstärke werden auch angezeigt unten. Du bist ja eine Spezialeinsatztruppe. Ich knack das Schloss. Blindgranate ist bereit. Warum sehe ich eigentlich nur einen einzigen, welche Kamera einsetze? Dann ist da nur einer drin. Ne, da sind definitiv mehr drin. Ich öffne die Tür. Dann mach mal. Die sind hinten rausgekommen, Ena. Oh mein Gott, hier ist ja wirklich nicht so viel los. Mhm. Man kann Licht an- und ausschalten. Oh, das ist so eine moderne Geschichte. Öffne Tür. Ach, deshalb ist die Wärmebildkamera so viel gewesen, die haben einen Keller hier drunter. Man kann übrigens alle erschossenen Gegner auch looten. Kostet halt alles ein bisschen Zeit. Oh, der ist schon gut hier, ey. Der hat erstmal den Raum geflasht. Man kann auch eigentlich mit STRG den Leuten sagen, sie sollen sich auf den Boden legen, aber ich glaube, das ist hier noch nicht so relevant. Ja, Einsatzkräfte, Sicherung, alle auf den Boden. Jetzt müssen wir irgendwo noch eine Luke finden, kann das sein? Unten sind noch Gegner. Ah, da unten ist Gegner. Juhu, ich hab was getötet! Ich
clear. Proof, please advise. Over. Door is locked. Receiving you loud and clear. Da kannst du einen Dietrich da mal einsetzen. Ja, oder man schießt einfach die Tür ein. Also wenn ihr einen Laserpointer dran habt, könnt ihr mit B an- und ausmachen. Ich glaube, ich habe keinen dran. Ich habe, glaube ich, auch keinen dran. Du hast eine Lampe. Aber ich habe die Beweise gefunden. Das ging aber schnell, wenn ich mal so darüber nachdenke. Weil es, wenn die Munition alle geht, dann hast du keine Munition mehr. Du kannst aber von jedem Erschossenen hier Munition einsammeln, wenn es die richtige ist. Also du kannst auch einfach die falsche einsammeln und einfach eine andere Waffe aufsammeln. Es gibt übrigens auch einen PvP-Modus für dieses Spiel. Namens Ice Fog. Ich habe es mir irgendwie schwerer vorgestellt. Das ist die erste Mission. Ja, aber einfach so generell von der Hürde her. Vielleicht direkt auf Gehör das bestellen. Vielleicht direkt auf realistisch stellen. Das vielleicht ja. Stimmt, Mission steht übrigens bei mir, dass sie öffentlich ist, privat. Na, dann müsstest du dann auch noch kicken. Rauswerfen. Danke Blizzard nochmal für Geschenkabos, vielen Dank. So, ihr ist auch auf Private gestellt. Und ich habe Gott sei Dank keinen von euch gekickt. Da habe ich mich kurz so drüber nachgedacht, ob ich jetzt nicht aus Versehen den Falschen anklicke. Ich glaube, Schwierigkeit kannst du, glaube ich, nur umstellen. Ja, ja, kann man alles. Tun wir jetzt auch erstmal einen Laserpointer. Ich muss meine Munition verändern. Ah ne, das war nicht die. Hat der direkt gewechselt zu der Stucknuts. Ah, die hat sofort die Munition angepasst in meinem Inventar. Da ist ja mal praktisch. Aber ich weiß immer, diese Glasfaserkamera, die hat im Tutorial schon richtig funktioniert, fand ich. Irgendwie setze ich die ein und dann sehe ich halt gar nicht so richtig, was dahinter los ist. Hältst du eine Taste gedrückt, weil du das denkst? Ja. Gedrückt halten? Nee, du musst einfach nur immer drücken und dann nichts mehr. Dann hast du die aktiv. Das erklärt einiges. Ja, das erklärt wirklich einiges. Dasselbe ist auch, wenn du jemanden aufhelfen willst und so. Immer nur einmal drücken, nicht gedrückt halten. Man kann Teammates wiederbeleben, dafür gibt es die Sanic-Taschen, die kannst du auch in der Mission finden. So, Match-Setup. Mit den Beweisen vom Gelände können wir den Standort eines hochrangigen Ziels ermitteln, damit Isage. Achso, David Isage. Er befindet sich in einem verlassenen Wohngebiet. Wir können ja mal auf realistisch umschalten. Wahrscheinlich kippst du dann sofort um, sobald du einen Hit bekommst. Dann ziehe ich mir auch mal einen richtigen Helm. Einen richtigen Helm. Ist auch eine richtige Baustelle hier. Und durch das Progression-Level kann man dann auch andere Items noch freischalten. Sicher? Ja. Ja, dann. Aber das fängt dann so ab Level 30 an, glaube ich, erst. Achso, vorher passiert da nichts. Nee, davor tut man bloß so Customize-Sachen freischalten. Wir müssen die Zielperson verhaften. Woher wissen wir denn, wer ist? Ja, das müssen wir rausfinden. Ja, genau.
Wie doof. Schwarze Marke hat keinen Schalldämpfer, wird gerade im Chat geschrieben. Ich hab einen Schalldämpfer mit, auf meiner Pistole. Ach, Pistole. Hoffe ich mal. Ja, die Pistole hat eigentlich standardmäßig einen Schalldämpfer drauf. Wenn ich schreie, mache ich mehr Krach. Sehr realistisch. Man kann übrigens immer noch auch so auf die Drohne umgreifen. Dann kann man seine eigenen Leute sehen. Wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, ja, kannst du auch die Ziele verfolgen. Das ist halt wichtig, du kannst halt alleine auch spielen mit Koop-Kameraden, die du halt steuern kannst. Dann kannst du Befehle geben, wo die in Deckung gehen sollen, welche Ziele die ausschalten. Da hinten sind zwei Gegner. Die ineinander stehen. Hast du was gegen meinen violetten Pointer? Ich wusste gar nicht, dass man den da auswählen kann. Ich glaube, es gibt 5 Farben. What? Da unter uns. Oben, auch im Norden. Toll. Ich habe einen Schuss für dich eingefangen, schwarze Marken. Dankeschön. Ich erschöpfe, weil ich verwundet bin. Hat irgendjemand von euch ein Medkit mitgenommen? Weil sonst glaube ich sterbe ich gleich. Nee, du Lockpick. Das mit dem Medkit in die Hand nehmen und jemanden verpassen, habe ich noch nicht so richtig verstanden. Das geht nur, wenn er, glaube ich, auf dem Boden ist. Oder was auch im Tutorial. Nee, ich glaube, du konntest dich auch so gegenseitig heilen. Ah doch, geht ja. Es ist nur ein Streifschuss. Ich bin aber nicht sicher, warum wir entdeckt wurden. Ich auch nicht. Das Einzige, was ich vielleicht... Vielleicht ist Schalldämpfer nicht so, so leise, wie man sich das vorstellt. Oder jemand hat meine Taschenlampe gesehen. Das kann natürlich sein. Deine Techlight. Hier ist gar keiner mehr. Gegner siehst du nur, wenn du halt auch wirklich den Kontakt hast. Ja, ich glaube, die sind alle, sag ich mal, von hier rübergekommen. Du siehst ja auch deine Mitspieler manchmal nicht und siehst nur die Schritte. Das sind dann halt diese, wie soll man sagen, Schallwellen auf dem Boden. Ach, da sind hinter dem Zaun noch 4 am Rumrennen. Die kommen jetzt außen auf die Straße. Die kommen jetzt durch die Straße und machen sich auf den Weg zum Tor. Ah, nee. Fahrzeug? Oh, ich bin tot. Tja, Realismus sieht halt nochmal woanders aus. Ja. Eigentlich wollte ich mich eigentlich nur an die Wand halten. Einmal Leertaste drücken. Ja, ich glaube, unsere Zielperson ist weggelaufen. Ja. Lief. Siehst du, so habe ich mir das vorgestellt. So in etwa bei dem Schwierigkeitsgrad. Oh, Kanonenfutter voll freigeschaltet. Das Einzige, was mir jetzt noch gerade fehlt, ist, dass wenn du mit der Drohne unterwegs bist, dass du vielleicht irgendwie Targeting machen kannst. Also Ziele genau markieren. Weil es sind 4 Leute in dem Bereich hier oben, wo wir gerade waren. Und eine Patrouille, die halt unten langläuft. Und vorne in der Straßensperre stehen halt 3 Leute. Plus halt, dass da 4 patrouillieren und 2 nochmal als Wache stehen. Ja, ich sehe sie. Da sind sie. Ich glaube, als wir vorhin durch sind, die Patrouille hat einfach die Leichen gesehen.
Also ich würde schon trotzdem auf die Baustelle gehen und da einmal aufräumen. So, man muss halt nur gucken. Patrouille ist mir jetzt gerade hinten, jetzt gehen die gleich ins Gebäude rein. Und im Haus steht halt einer und der guckt jetzt gerade die Wachen an. Jetzt geht der gerade weg, jetzt könnte man beide Wachen ausschalten. Da ist aber nur einer. Ne, da sind zwei. Okay. Mach mal. Sehr schön. Wir haben einen in der Mitte, der kommt jetzt wieder zur Tür raus. Im Mittelbereich. Ich weiß nicht, ob der in der ersten Etage soll oder in der zweiten. Das ist mein Problem gerade. Der kommt runter. Jetzt guckt er nach links zu den Leichen gleich. Go, 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 go! Er hat uns gesehen. Der ist da drin im Gebäude an der Ecke. Ich sehe ihn nicht. Hab ihn. Und die Patrouille kommt jetzt an dem Außengang lang am Zaun. Ich komme jetzt auch rein. Die kommen jetzt am Zaun hinter euch, hinter euch, hinter euch, hinter euch. Ja, sehe. So, jetzt haben wir alle ausgeschaltet, ohne dass das jemand merkt. Juhu! Welchen Vorteil haben wir jetzt dadurch, dass wir den Bereich leer haben? Weniger Gegner? Ne, ich denke mal, du kannst irgendwie hier über den Zaun, dass du ins Wohnhaus kommst, sonst wird das ja keinen Sinn machen. Deshalb vier Spieler, weil einer in der Drohne sitzt und koordiniert. Ja, normalerweise, wenn du mit dem Team spielst, hast du ja auch die Drohne. Wenn du als alleine spielst, hast du ja noch die drei NPCs, richtig, die du steuern kannst. Und die kannst du auch über die Drohne steuern. Aber ich denke mal, man kann hier über den Zaun oder wir können den Zaun zerschneiden. Wenn jemand von uns eine Schere hat. Haken müssen wir haben, oder? Achso, hat er weggemacht. Nee, nee. Okay. Ich habe Lockpick. Ja. Leider bin ich zu fett, um rüber zu klettern. Achso, und Lichter kann man auch ausschießen. Und im Dunkeln operieren. Da ist eine Werkstatt, es muss doch hier Werkzeug geben. Beziehungsweise ist eine Baustelle. Was ich noch nie ausprobiert habe, man kann ja Nachtsichtgerät nehmen, ob das auch eine Funktion hat. Dann, ne? Ja, ob das ist eine kosmetische Sache am Gesicht. Also ich glaube, das Headset ist wirklich Kosmetik. Das Headset vielleicht, aber der Helm ist ja keine Kosmetik. Also der Helm gibt dir ja wirklich Schutz. Weil es gibt ja dann noch den Olach-Helm und so, der hat ja noch mehr Schutz, als wir den wir jetzt haben. Ja, es gibt ja auch verschiedene Körperzonen. Also so. Da vorne sind zwei Gegner, mindestens. Kannst du übrigens mit M auch in die Drohne schalten? Ich glaube, das ist nicht nur für mich. Naja, das ist für jeden. Dann hast du dieses Kringel auf dem Kopf. Drei Gegner sind auf der Straße. Hat auch keiner eine Zange dabei von denen hier. Also ich könnte eine Blendgranate werfen, wenn wir auf die Straße wollen. Die Sache ist einfach. Die Patrouille ist halt doof. Patrouille muss halt weg sein, da müssen wir halt relativ schnell durchgehen. Kommt die Patrouille jetzt zu uns rüber? Ne, die läuft wieder zurück. Leichen können wir ja nicht wegtragen. Wir könnten versuchen, auf der anderen Straßenseite rüber zu schleichen. Ja, da will ich gerade hin. Ich glaube, wir müssen eh alle ausschalten, weil der muss ja, also wir müssen den ja in den Extraktionspunkt bringen. Aber man kann auf jeden Fall hier drüber klettern am Spielplatz.
stehen zwei. Ja, wollen wir weiter hochgehen, die Straße? Würde ich sagen. Die Patrouille ist nämlich weg. Vorne am Ende der Straße stehen nochmal zwei Leute links auf der Seite. Und auf der anderen Straße ist eine Zweierpatrouille. Ich glaube, die können wir sogar ausschalten, ohne dass die Gegenüber es direkt mitkriegen. Ich glaube, die gucken sich irgendwie an. Links sind zwei Gegner. Meintest du ja aber gerade. Rechts in anderen Straßen, links auch noch was. Hast du den anderen, dann können wir schießen in 3, 2, 1. Kacke. Der wird bestimmt durch den Haupteingang kommen, da müssen wir jetzt einfach aggressiver sein. Wir müssen nur hoffen, dass wir ihn nicht aus der Mitte erschießen. Wir müssen ja nur seine ganzen Handlanger erschießen. Mal kurz in die Sonde. Da ist noch einer hinter dem Zaun vom Eingang. Im Haus sind noch vier Personen. Oh, ich bin verwundet. Scheiße! Da kam die Straße einer runter und hat mich angeschossen. Hast du ihn? Ich bin tot. Ja, Tavendo hat ihn. Da kann ich wenigstens in der Drohne sitzen. Also sind nur noch vier Leute. Einer läuft links aus der Straße raus. Einer kommt auf die Straße, kommt Tavendo entgegen hinter dir. Läuft jetzt wieder zurück. Genau andere Richtung, Tavendo. Steht am Ende der Straße, wenn es rechts reingeht. Steht da. Drei Stück sind das jetzt inzwischen. Das war einer. Da steht noch einer genau an derselben Stelle. Wo den erledigt hast, Schwarzmarken. Ja. So, jetzt gibt's noch ein Ziel im Gebäude. Das wird wahrscheinlich unser Target sein. Ich bin halt verletzt, ich kann nicht so schnell mehr. Okay. Und ich bin aus der Puste. Scheinbar. Ah ne, das ist deine Anzeige. Hier ist ein Eingang. Auto? Ist er jetzt schon weggefahren? Nee, ist... Moment. Da fährt er. Ja, komm, ein Auto mit drei Leuten. Hab die. Da kommt einer rausgelaufen aus dem Haus. Verhaften, verhaften, verhaften. Hab ihn. Oh mein Gott. Gut, dass da das geschrien einer. Hast. Schießen, schießen, nein, verhaften. Ja, ich bin tot. Ich bin nur noch der gute Geist. Ja, aber so wie auf realistisch, jetzt habe ich mir das vorgestellt. Kommst du? Ich muss nachladen. Er muss nachladen und er trägt den ja, der eskortiert den ja jetzt. Das dauert ein bisschen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Extraktionspunkt. Ach, da. Also ich sehe in der Sonde nichts, also es kommt auch jetzt keine Überraschung mehr. Oh nein, du musst verteidigen für die Extraktion. Ja, das wird ein Spaß bestimmt. Aber bis jetzt sehe ich aber auf der Straße nichts. Zwei kommen. Haben sie an der Straße erstmal positioniert. Einmal hinter dem Auto und einmal auf der anderen Straßenseite gegenüber. Aber die kommen halt nicht euch entgegen, die stehen da einfach nur. Okay. Vielleicht sammeln sie sich hier. Vielleicht ist das alles, was sie können, sich einfach irgendwo hinstellen. Jetzt kommen sie. Tango 1 kommt durch.
Tango 2 hinten am Zaun. Also hinter am Zaun verbarrikadet oder Mauer. Es kommen noch zwei weitere Tangos von der Seite. Also nicht von der Seite, sondern auch durch dieselbe Öffnung. Zwei immer noch vorhanden. Einer, pass auf, die andere Seite! Da kommt jemand von Süden. Jedenfalls sieht das für mich aus wie von Süden. Oh mein Gott. Wenn ihr mich hört, huste zweimal. Es ist immer noch einer vorne vor der Mauer. Okay. Jetzt kommt er rein. Läuft jetzt an der Hauswand lang. Vier neue Tangos kommen genau aus der Richtung, wo du hinguckst, schwarze Marken. Ah, ich hab keine Muni hier. Vier weitere kommen von der Straße. Oh. Shit. Taiwendo, hast noch einen vor dir. Alle vier down. Auf der Straße stehen weitere vier. Bei Schwarzmarken, ne? Oh mein Gott. Es kommen 10 rein ins Auto. 20, 15. Da kommen alle durchs Tor. Ihr müsst abhauen. Wie steckt man an? F drücken einmal. Nur einmal, nicht halten. Ah! Ich kann nicht! Es scheitert am Einsteigen. Da kommt vom Süden noch einer. F. Hinter dir. Oder er muss auf der anderen Seite einsteigen. Ich muss hinten einsteigen. Oh Gott, noch geschafft. Wer ist auch Karte Nummer 1? Ach, der ist wieder da nachher. Ihr könnt nur da einsteigen, wo auch ein Sitzplatz ist. Ja, habe ich jetzt auch gemerkt. Ja, stimmt, den Dude, den ich mitgeschleppt habe, hat ja den anderen Sitzplatz eingenommen. Isatsu singt wie ein Kanarienvogel. Anscheinend steckte mehr hinter seinem Besuch in der Stadt, als wir angenommen hatten. Nach Yorgeshi begab sich Isatsu in die Berge, in denen der SBR einen Reporterin festhielt. Aber eigentlich kannst du ohne Wärmebildkamera die Mission vergessen. Man muss ja immer einen machen. Achso, es gibt auch große Karten, Herrschaftskarten. Ich glaub, die kann man auch Koop machen. Ups. Used to supply their troops across the country. According to our intel, they're also playing host to an unwilling guest. Ein SBR-Feldeinlager in den Bergen, das Lager dient dem Schutz von Waffenausrüstung. According to seismic surveys, there is a system of natural caves running through the mountain. Kannst die Wärmekamera auch ausschalten, macht es leichter. Die Wärmekamera macht es erst recht leichter. Man kann aber die Wärmekamera einstellen, dass die andere Farben hat. Eure Mission ist es, das Gebiet zu durchsuchen, die Geiseln zu retten und ihre Operation zu zerstören. Seismische Untersuchungen zufolge wird der Berg von einem natürlichen Höhlensystem durchzogen. Ups, Entschuldigung. Also packt Sprengstoff ein. Die dort stationierten Truppen sind besser ausgerüstet und ausgebildet als bei allen bisherigen Einsätzen. Ich hoffe, ihr seid der Herausforderung gewachsen, Thunder 1. Wenn ich Thunder höre, denke ich immer an die Insel mit diesen Puppen. Okay. Da gab es doch diese Serie damals, die wie Augsburger Puppentheater war, wo die eine Rakete unter der Insel versteckt haben. Ich muss immer, wenn ich Thunder höre, immer an dieses damalige 90er Jahre mit Hulk Hogan denken. Thunder in Paradise oder wie das hieß. Ja, ist auch. Oder Thundercats. So, ich habe jetzt Kabelschneider und Sprengstoff mitgenommen. So, ich nehme dann einfach die Sprengladung mit. Hulk Hogan, ey. Als er noch dachte, er wäre Schauspieler. War schon ein harter Kerl, ey. Sind aber viele Wrestler-Schauspieler geworden. Ja. Ist ja auch deren Job. Bei The Rock ist es dasselbe gewesen. Ah,
Erzähl doch nicht, dass das Inventar voll ist. Obwohl doch, das Inventar ist wirklich voll. Geht das hier unten nicht als Platz? Ah ne, der ist glaube ich nicht vorhanden. Wo ist der Bart eines Charakters? Das gibt's leider nicht. Ich habe jetzt gesehen, dass man ja auch in Inventartasche noch Sachen reinlegen kann. Ja, man kann auch in Rucksack Sachen machen und so. Nehm mal trotzdem was unterm... Also die Kamera mit. Und denkst, dass die Mütze eine Funktion hat oder wolltest du uns nur vor deinem Geschütz wahren, also beschützen? Beides. Ich nehme an, dass es gut ist. Also hier ist auf jeden Fall schon eine ganze Ecke mehr los. Ah, wir starten da ganz oben. Find them and destroy if possible. Zeus out. Wo wollen wir denn hin? Wollen wir nach Norden gehen, direkt in das große Lager unten rechts erstmal dieses Patrouillenlager erledigen? Das ist eine gute Frage. Eigentlich hinlegen? Nicht, dass ich wüsste. Na, ich glaube auch nicht. Das ist Schießen. Außer wenn du am Boden bist, da kannst du liegen und auch mit der Waffe immer noch schießen. Da sind die zwei Wachen schon. Also ich habe den linken im Visier, aber ich glaube, das wäre nicht so geil, weil dahinter sind halt direkt zwei weitere Wachen. Yep. Aber Schalldämpfer? Könnte vielleicht funktionieren. Ist eine gute Frage. Ich habe ja den Schalldämpfer dran. Die Frage ist, ob man die anlocken kann. Mit der Schachtel Zigaretten. Ah, guck mal, Zigaretten. Also ich wäre bereit für den rechten. Achso, Proof macht den schon. Nee, ist okay. Also ich kann auch den rechten anschießen. Also wen wollen wir jetzt? Schießen in 3, 2, 1. Oh, da kommen viele. Ja, es ist... Das sind die anderen Wachen. Du weißt, dass es Headshots gibt, ne? Von hinten. Ja. Bin tot. Oh, ich wollte nachladen. Oh nein. Ah, ich glaube, das können wir noch schon neu starten. Mhm. Ich habe das so im Gefühl. Da kommen noch 4 Gegner von vorne. Da, wo du gerade hinguckst. Ich hab den anderen nicht mehr gesehen, weil ich gelegen habe. Hab ich keine mehr so eine hohe Sicht. Ich sprinte zu dir. Okay, liegt bei Nintendo. Taiwendo meine ich, sorry. Ich bin auch killed in Action. Okay, die Lage hat sich wieder beruhigt. Wir sind wieder alle auf normalen Posten. So wie es aussieht. Ich gehe trotzdem neu starten.
Ist ja doof, wenn alle tot sind. Außer ich. Wie viel Minuten soll es dann noch gehen? Aber wenn du normalerweise den am Kopf visierst und auch wartest mit deinem Anvisieren, weil der geht ja, also die Treffsicherheit wird ja erhöht, umso länger du einen Punkt anvisierst. Aber du hast ja den kleinen Punkt, der da rumwackelt. Genau, der. Ja, der wird ja, der bleibt ja irgendwann still stehen. Ah, kommt auf die Waffe an. Was für eine Waffe hast du denn? Ich hab das normale, ich glaube M16. M16, okay, ja gut, NATO-Munition, ich guck drauf an, aber die haben glaube ich keinen Helm auf. Nö. Nö. Also links haben wir ja noch mehr, wenn du da gerade hochgehst. Ich will nur gucken, dass hier gerade keiner kommt. Hast du den linken? Ich hab den rechten. Dann über Kreuz. Auch wenn man okay. Das mit Strahlen nicht machen soll. 3, 2, 1. Meiner ist wieder weggerannt, wieso denn? Boah, dabei, ich, ja, was soll ich sagen? Also bei mir klappt der Headshot, ein Schuss, liegt der. Aber ich glaube, wir haben nicht mehr getriggert. Bist du in der Drohne drin, schwarze Marken? Nee. Nee, wir haben nicht mehr getriggert, die stehen da hinten. Die zielen auf euch. So. Die beiden sind auch down. Und die Basis ist nicht alarmiert. Perfekt. Was sagt die Drohne? Die Drohne sagt, dass da jetzt aber eine Patrouille reinläuft. Von drei Leuten. Und die werden das wahrscheinlich bemerken, dass wir ein bisschen was getötet haben. Okay, da kommt doch keiner. Dann laufen die nur den Weg hoch und runter. Da links ist einer, der läuft hoch und runter, da wo Tai Wendo gerade hinguckt. Und wenn ich von Tai gerade von mir sehe, sind das halt auch zwei, die den Weg hoch und runter laufen. Von links kommen jetzt. Ah ne, die bleiben auch stehen. Tai Wendo, da kommt die Patrouille jetzt gleich dir entgegen. Da sind die. Sie. Ich hab den vorderen. Sehr schön. Ich finde das schon echt cool gemacht. Er hat eine Splittergranate dabei. Da vorne ist ein Gegner. Moment, ich gehe mal in die Wärmebild. Direkt vor dir ist ein Gegner. Ja, es sind Dreier Wachenverbund und im Lager hast du halt auch nochmal 7 Gegner. Und ich denke mal, die werden alle getriggert, wenn der erschossen wird. Man könnte natürlich versuchen, unten lang zu gehen. Ach gut, da ich zuletzt Shadow Tactics gespielt habe, das immer so von hinten aufräumen. Ich denke aber, meine Waffe ist nicht so genau, weil ich habe ja... Maschinengewehr? Ja. Da ist übrigens auch noch ein Typ, der da vorne an der Mauer angelehnt ist. Ich weiß nicht. Ja, man muss also einfach. Ich könnte den am Stein machen. Können wir einfach versuchen. Was dann passiert, wenn wir die ersten beiden ausschalten? 3, 2, 1. Da sind so ohne Ende, wo du gerade hingeschossen hast. Ah, die werden jetzt alle kommen. Geh nochmal in die Wärmebildkamera. Das Lager ist leer.
Sehr schön, hier sind Waffen, die wir zerstören müssen. Juhu! Sobald ich weiß, welche Taste ich brauche. F? Sprengladung! Hast du mitgenommen oder? Habe ich mitgebracht. Okay. Juhu, Feuerwerk! Wir kriegen Besuch von unten. Ja. Oh, scheiße. Meine Kamera ist komplett weird an. Wir kriegen noch mehr Besuch. Oder? Ne, sind nur aufgeregt, die kommen aber gerade nicht. Hat ihr ein Medpack dabei? Ich hab nein. Bist du noch gelb oder rot? Ich bin gelb. Gelb müsste durch noch gehen. Aber na okay. Willst du jetzt einstufen, wie verletzt ich mich fühle? Ich kann nur sagen, es tut weh. So, das war's fürs Danke. Fertig. Bitteschön. Ich glaube, die Hinterwäldler, die alle hier tot liegen, haben sowas nicht, oder? Ja, wir können nur gucken. Die haben aber scheinbar alle nur MPs. Ach, die Magazine werden ja auch einfach farblich hervorgehoben. Farblich hervorgehoben, wenn die passen. Nee, es wird farblich hervorgehoben, wenn ein Magazin zum Beispiel schon ein bisschen benutzt wurde. Ja, wenn du mal auf deine Waffe hast. Du füllst halt nicht auf. Ja. Sondern du nimmst halt das Magazin mit den Schüssen, die noch drin sind, einfach raus, machst es wieder in die Tasche und machst ein volles rein. Du musst eigentlich die Magazine leer schießen. Habe ich nicht drauf geachtet, dass das hier so gelöst ist. Du kannst aber mit Doppel-R auch das Magazin wegwerfen. Ja. Dann lädst du auch schneller nach, glaube ich. Das ist wie bei Tarkov, genau. Lädst du schneller nach. Ah, da hinten sind zwei. Ja, das ist die eigentlich Patrouille, die rennen auch immer hin und her und einer kommt gerade vom Weg. Ne, stimmt gar nicht, der ist so weit weg, da ist egal. Aber die Patrouille vom Weg hier sollte ja relativ schnell down gehen. Da kam einer angerannt. Ja, das war der, von dem ich geredet habe, kurz. Weil ich dachte nicht, dass er so weit vorläuft. Man kann. Theoretisch, es gibt, jetzt will ich, also ich glaube, die werden keinen Helm haben, der von einem wirklichen Kaliber schützt. Doch, der Dings ist auch drinne hier. Wie hieß denn der? Der so einen ganz fetten Schlitz bloß vorne hat zum Durchgucken. Der NATO-Munition sogar abhält und so, der Helm. Aber wie hieß denn der nochmal? Den gibt's auch in Tarkov. Okay. So ein russischer Helm ist das. Immer diese Russen. Ach so, das sind dann die Höhlen hier wahrscheinlich noch, weil ich sehe halt Leute hier irgendwie im Berg rumrennen. Ja, hier ist auch ein Höhleneingang. Da sehe ich zwei Leute. Zwei Höhleneingänge sogar, aber einen müssen wir auch sprengen. Kannst du bestimmt hier das Licht ausmachen. Das waren die zwei, die ich auch über die Drohne gesehen habe. Autsch. Von was wurdest du jetzt getroffen? Ich habe meinen Fuß gegen den Stein getreten. Ach so. Gilt als verletzt im Einsatz. Ach, sehr interessant. Juhu, ich kann was zerschneiden. Ah ne, ich habe gar keine Schere dabei, aber ich habe gesehen, dass einer von euch was dabei hat. Ich habe eine. Alten hieß der Helm. Der Alten Helm. Alten oder so, spricht man das aus.
Kommt ihr? Ach, auf TS Voice. Da kannst du noch mehr aufmachen. Aber wir werden gleich, da sind drei Kontakte. Zwei laufen gerade da so wild rum. Einer kommt dir entgegen, die kommen... ja, die kommen entgegen, schwarze Marken, links von uns. Noch einer. Gut. Dann ist irgendwo da oben noch eine Wache im Höhlensystem versteckt. Ich glaube, du kriegst gerade Besuch. Ja, ich hab ihn noch gekriegt, der kommt immer angerannt. Wir wollen nur mal testen, ob man den Generator zerschießen kann, dass das Licht ausgeht. Wenn ja, die Lichter so, kannst du kaputt schießen. Der Generator hat aufgeleuchtet, ich glaube, man kann den auch zerstören. Vielleicht kannst du damit interagieren. Das habe ich vorhin beim Generator draußen versucht. Ja, teilweise hörst du mal ein Medkit. Status gelb geht noch. Wo kommen wir denn jetzt hier raus? Da sind noch 7 Tangos und im Haus scheinen die Geiseln nur zu sein. Hast du gerade geschossen? Ich hab gerade geschossen. Was für Sinn. Nur Profis im Einsatz hier. Ah, und hier hätten wir den Umweg gehen können. So, gucken wir mal. 3 sind links von uns. Und bei den Holzbrettern. 2 kommen gerade von Norden. Ja, ganz entspannt. Ich bin ja hier hinter der Mauer. 2 kommen gerade den Weg wieder leicht hoch. Die rennen ein bisschen panisch rum hier. Ja, weil die haben die Explosion der Waffen gehört. Explosion der Waffen? Ja, ich habe da die Munitionskiste in die Luft gesprengt und die Waffen. Achso. Ich denke, man sollte wirklich am besten erstmal runtergehen, wo die Holzstämme sind. Da kommt noch einer. Taiwendo kann ja gern da oben bleiben. Wir sind ja gerade nicht leicht zu entdecken, weil wir ja in der Hecke hocken. Oh, verdammt, der hat mich gesehen. Ich krieg Besuch. Übrigens einmal in der Mission eine taktische Granate schmeißen. So, was sagt denn die Werbebildkamera? 2 Ziele hinten in der Ecke. Aber wo sind die Geiseln? Achso, durch weiche Deckung kann man noch durchschießen. Ja, richtig. Also ja, ist eine gute Info übrigens für die Aufnahme. Also es gibt unterschiedliche Materialstärke. Stärken, Holztür und so weiter, kannst du mich durchschießen. Ist da irgendjemand im Haus drin? Nee, hinten sind noch 2 Gegner. Okay, hier sind nochmal Waffen zu zerstören. Und es gibt unterschiedliche Munitionen wie AP, MM und glaub, ich schmeiß jetzt einfach eine Granate drauf. Fire in the hole!
Aber weißt du, was bedeutet, dass die Geiseln im Höhlensystem versteckt sind? Weil da kannst du nicht mit der Drohne reingucken. Also wir haben irgendwas übersehen. Das kann sein. Gucken wir eben, ob es noch irgendwo Granaten gibt bei den Herrschaften. Er hat eher eine Winchester gehabt. Alles Rednecks. Geht er bitte hoch? Okay. Also ich hab einen Bug. Hä? Ich wollte gerade hochklettern und ich bin jetzt mitten im Stein. Ich bin irgendwo hin teleportiert worden mitten im Stein. Sehr gut. Was ist das denn? Ja, du bist durch die Map durch. Komplett einmal durch den Stein durch. Ich wollte doch nur hochklettern. Ach, verdammte Hacke. Ja, er ist im Stein. Dann müssen wir dich wohl leider töten. ja, kriegst du zum Abschied eine Blendgranate. Ja, ich hab nichts davon mitgekriegt. Oh, du bist wirklich im Stein drin. Ich hab leider keine Granate, um dich noch zu töten. Ach, ich habe eine. Bleib ruhig erstmal im Stein. Hier sind Trommelmagazine drin. Wenn wir die Geiseln finden und retten können, dann muss ich leider töten. Ansonsten ja, doof gelaufen. Könnt ihr euch ja mit der Drohne leiten, aber ihr seid ja im Untergrund oder irgendwo da. Richtig, ich glaube, hier wird es nichts geben. Ja, wir sind nämlich direkt hochgelaufen, sind nicht hier runtergelaufen. Hm. Gibt hier gar keine Ziele mehr auf der Map. Da! Da ist die Geisel. Okay, vier Leute machen sich auf den Weg. Zu euch. Von wo? Bei, die haben sie jetzt bei dem Zeltdings da, wo ich bin. Im Stein. Okay. Im Stein, ja, da ist so ein komisches, da sind so komische, ne, Zelte sind das jetzt nicht, aber die haben sich da in der Mitte breit gemacht. Ich gucke selbst mal eben in die Drohne. Ja, bei dem ersten Außenposten, die laufen in deine Richtung, schwarze Marken. Die kommen jetzt den Weg hoch. Ich bin jetzt nicht in deiner Nähe gerade. Hm? Stehen noch oder bewegen die sich jetzt wieder? Stehen noch. Jetzt rennen sie weiter. Oh shit. Kannst du ruhig sagen, wie viele noch da sind, wenn noch jemand da ist? Keiner mehr. Einer. Oh, doch einer. Meint ihr noch? Jetzt ist er, sind alle tot. Dann mal weiter Drohne und guck. Keine Tangos zu sehen. Sehr doch, jetzt komme ich auf euch zu. Sind gerade Portal? Ja.
Alle down. Ab in den Hanvi. Scheiße, das wird glaube ich nicht funktionieren. Ich existiere noch. Ja, spreng dich selbst in die Luft. Hab ich schon versucht. Ach, verdammte Hacke. Ja. Dann tun wir so, als wenn wir es geschafft haben. Was fällt dir ein, durch die Karte zu fallen? Ich kann es mal versuchen. Dich selbst zu sprengen oder noch weiter durch die Karte zu fallen? Ja, nee, mich selbst zu sprengen. Ich habe noch Sprengladungen. Aber die Granate explodiert nicht erst. Ja, aber wenn ich vielleicht an den Stein eine Sprengladung dran mache? Müssen wir halt ausprobieren. Ob wir dich töten können. Guck mal, wo du dich hinstellen kannst. Ich sehe schon, wie du gleich auch im Stein bist. Gibt es keine Funktion feststecken oder so? Denke nicht. Nö. Kennst du den? Ja. Ich schenke dir meinen wertvollsten Besitz. Ich habe auch mal C4 gelegt. Meine zweite Weltkriegshandgranate. Oh, der Stück ist raus. Der Stift ist raus. Also ich bin unbesiegbar hier drin. Ich habe gerade C4 vor mir hingelegt. Das hat nichts gebracht. Ach, scheiße. Dann müssen wir wirklich... Ja, gehen wir ins Hauptmenü und starten die nächste Mission. Das gilt als abgeschlossen. Ich würde gerne nochmal was testen. Dann teste das. Ich glaube nicht, dass du den erschießen kannst. Ob du dich selbst sprengen kannst. Ja, ob das überhaupt Schaden an den Spieler macht. Ja, kein Schaden. Ah, okay. Ja doch, aber selber kann man nicht. Ich kann dir aber in den Kopf schießen. Ah, du mir auch! Ja, doof, dass kein zweiter im Stein drin ist. Das wird das Problem lösen. Man muss einfach nur zweimal in den Kopf schießen. Kann ich Granaten werfen? Oh, ich kann hier sogar noch Granaten werfen. Und du kannst sie im Legen wegrollen. Jetzt bin ich tot. Learned where Zadjo was planning on heading to next. A saber encampment in the mountains.